Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M Playlist. Und ja, ich habe neue Autos für euch. Und die werde ich euch jetzt einmal zeigen. So, Links sind auf jeden Fall halt wie immer unten in der Videobeschreibung einfach herunterladen und zur Installation würde ich sagen, kommen wir jetzt. So, wenn wir die Fahrzeuge heruntergeladen haben, dann müssen wir die ganze, also jeden halt noch entpacken und dann haben wir diesen Ordner hier und den ziehen wir uns einfach hier rein. Ich zeige das jetzt so bei einem Fahrzeug. Und zwar, wir gehen in den Resource-Ordner und ziehen das Fahrzeug einfach hier rein. Wenn wir es gemacht haben, müssen wir uns nochmal hier den Namen kopieren und gehen dann zurück und öffnen die Server-CFG. So, in der Server-CFG müssen wir dann runterscrollen und müssen wir hier das Ganze noch mit Start, Leerzeichen und dann den Ordnernamen reinkopieren. Anschließend gehen wir hier auf Speichern, übernehmen und jetzt starten wir den Server neu und ja, ihr habt ein neues Auto und könnt das Ganze dann, wenn wir uns, wir können das uns einmal angucken, damit ihr auch den Spawnname rausfinden könnt. Den haben wir dann hier. Wir kopieren uns einfach diesen Namen raus. Mit slash k so davor könnt ihr das Auto dann spawnen. Gut Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da und kommentieren nicht vergessen. Haut da rein und ciao ciao.